Um zwei Brüche zu subtrahieren, macht man sie gleichnamig und subtrahiert die Zähler. Bei literarischen Brüchen, das heißt bei Brüchen mit Buchstaben, funktioniert das selbstverständlich genauso. Im ersten Beispiel werden wir den ersten Bruch um x Quadrat erweitern und den zweiten Bruch um 2y hoch 3 erweitern. Also so. Somit haben wir den gemeinsamen Nenner 2x Quadrat y hoch 3 und brauchen die Zähler nur noch zu subtrahieren. Hier steht x hoch 1 mal x hoch 2. Das macht x hoch 1 plus 2, also x hoch 3. Hier steht 2 mal y hoch 1 mal y hoch 3. Das macht 2 mal y hoch 4. Also im Zähler finden wir x hoch 3 minus 2y hoch 4. Die erste Übung ist schon beendet. Hier können wir diese zwei Brüche sofort gleichnamig machen, indem wir den zweiten Bruch um a minus 1 erweitern. Das heißt, wir multiplizieren unten und oben mit a minus 1. So haben wir als gemeinsamen Nenner a minus 1 im Quadrat. Und wir brauchen die Zähler nur noch zu subtrahieren. Im Zähler finden wir also 2a minus 2 mal diese Klammer. Das heißt, 2a minus 2a und dann noch minus mit diesem Minus, das macht plus 2. Wir verteilen also hier diese 2 und hinterher wird dieses Minus auch noch verteilt und so finden wir 2a minus 2a plus 2. 2a minus 2a macht 0, die zwei Termen sind also weg und daher diese Antwort. In der nächsten Übung werden wir den ersten Bruch um x plus y erweitern. Das heißt, wir multiplizieren unten und oben mit x plus y. Dann sind also Klammern einzusetzen. Und den zweiten Bruch erweitern wir um x minus y. Also so. Somit haben wir den gemeinsamen Nenner x minus y mal x plus y. Und somit brauchen die Zähler nur noch subtrahiert zu werden. Im Zähler haben wir also x plus y minus x und dann minus minus y, also plus y. So. Und x minus x, das macht 0. Y plus y macht 2y, daher diese Antwort. Nächste Übung. Hier erkennen wir im Nenner sofort x plus y im Quadrat. Binomische Formel. Also schreiben wir dieses Trinom um in x plus y im Quadrat und erkennen so, dass wir den zweiten Bruch um x plus y erweitern sollen, um denselben Nenner zu haben. Jetzt brauchen wir die Zähler nur noch zu subtrahieren. Das heißt, wir rechnen 2y minus 2x minus 2y. Also so. Nicht vergessen, dieses Minus mitverteilen. Hier haben wir 2y minus 2y, die sind weg. Eine Zahl minus sie selbst macht 0. Bleibt minus 2x geteilt durch x plus y im Quadrat. In dieser Übung ist es wieder am einfachsten, wir faktorisieren beide Nenner. Die Zähler kann man nicht faktorisieren. Das heißt, hier klammern wir ein x aus. Zwischen Klammern bleibt dann x minus 1. Auch hier klammern wir ein x aus. Zwischen Klammern bleibt dann x plus 1. Und so sehen wir auch sofort, dass wir hier um x plus 1 erweitern sollen und hier um x minus 1 erweitern sollen, damit wir einen gemeinsamen Nenner haben. So brauchen wir die Zähler nur noch zu subtrahieren. Hier haben wir x plus 1 im Quadrat. Durch die binomische Formel a plus b im Quadrat ergibt das also x Quadrat plus 2 mal x mal 1 plus 1 im Quadrat, also x Quadrat plus 2x plus 1. Und hier haben wir das Quadrat von x minus 1. Binomische Formel a minus b im Quadrat. Das ergibt hier also x im Quadrat minus 2 mal x mal 1 plus 1 im Quadrat. Also so.
Dieses Minus wird jetzt auf diese Klammer verteilt, dann ergibt das minus x Quadrat plus 2x minus 1. Also haben wir x Quadrat minus x Quadrat. Diese beiden Termen sind weg, sie ergeben ja 0. Dann haben wir 2x minus minus 2x, also 2x plus 2x, das macht 4x. Und wir haben auch noch 1 minus 1, das macht wiederum 0. Also bleibt im Zähler nur noch 4x übrig. Und diesen Bruch können wir dann noch durch x kürzen und erhalten somit diese Endantwort.